Willst du die Anmod machen? Die Anmod? Hi, hier ist Baumi. Konnichiwa, meine Freunde. Das ist so super toll hier. Wir schauen nämlich jetzt... ein Video. YouTube Kanka Anime noch ein Video. Und die Sasu ist heute da. Ja, peace, ich bin Sasu. Yeah! Cool, ne? Und wir haben uns gedacht, ich gebe jetzt hier live mal ein. YouTube Kacke Anime, und dann gucken wir uns mal da so finden. Das, genau, YouTube Kacke Andreas, Attack on Titan. Oh, oder Naruto ist gut. YouTube Kacke, Naruto kritisiert Aldi, okay. Ja, dann geben wir uns das mal, dann würde ich sagen, YouTube Kacke, Naruto ist zu. How could I ever acquire enough detail to make them think that it's reality? Have you ever had a dream that. You want him to do you so much you could do anything. YouTube Kacke, Naruto kritisiert Aldi. Let's go. Ich mag Aldi. Ja, wo es Aldi schön Sachen gibt. Dann würde ich sagen, starten wir bei 3, 2, 1, let's go! Ich bin gespannt, ob es unsere Ohren wegfetzt vor allem. Naruto hat die bewundernswerte Eigenschaft, Menschen zu ficken. Genauso wie Mama. Das genau schaut so mir aus. Na, ja. Opa Gangnam Style. Yo. Hä? What is it? Da ist auch der Chris Girl Effekt drüber. Ah! Aldi ist beschissen. Ach, halt den Mund, Aldi ist ein Häufchen Dreck. Es ist noch viel zu früh, um sich zu freuen. Nur die harten Gents kommen in den Arsch. Hey, fetter Mann, dein Pemmis ist ja wirklich ausgesprochen fett. Und als wäre das nicht genug, bist du auch noch ziemlich fett. Und als wäre das nicht genug, bist du auch noch ziemlich fett. Was voll der Wahrheit. Okay. Tschüss, Gara. Ach, halt den Mund, alles klar. Ach, ist er gar nicht. Alter. Okay, auf jeden Fall kreativ. Aber ehrlich gesagt, wäre es mir lieber, wenn er aufhören würde, Killer Dreck als Rapper zu kopieren. Was? Was? Das war's schon? Oh Mann. Mann, ey, ja, dann würde ich sagen, schauen wir noch einen. Okay, Detektiv Conan und die antike Schatzkacke. Ja, dann schauen wir einfach Detektiv Conan. 3, 2, 1, let's go! Ich heiße Shinichi Kudo. Von einer kriminellen Organisation wurde mir ein geheimnisvolles Gift eingeflößt, das mich geschrumpft hat. So wurde ich zu geheim. Aua. Museum war es ganz toll. Mir haben die Mamas am besten gefallen. Wenn ihr wüsstet, wie viele entdeckte Schätze es noch auf der ganzen Welt gibt, würdet ihr ganz schön große Augen machen. Wirklich, was du nicht sagst? Was ist denn das für ein Zettel? Da sind ja ganz komische Zeichnungen drauf. Ich hab's, das ist bestimmt eine antike Schatzkacke. Nein, aber oh, es ist beschlossene Sache, Freunde. Wir gehen auf Schatzsuche. Ab heute sind wir die glorreichen Reichen. Wo wollen wir eigentlich hin? Keine Ahnung. Das Dreieck könnte ein Slip sein. Ich weiß, wo einer ist! Nicht so ehrlich, wartet mal! Wir haben den Schatz gefunden! Kehrt euch gefälligst zur Tasche! Das ist ja die Hölle und er hört! Hier steht's. Oro heißt Gold auf Englisch? 1000 Millionen sind die 15 gestohlenen Aaron Blattgoldmünzen wert. 600 Millionen? Das ist ja eine Kleinigkeit. Hör auf rumzustöhnen, du saust. So was Blödes, ich hab Verstopfung. Toll. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Am See. Sorry, wir müssen wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt. Was soll das heißen? Warte mal! Warte mal! Und diesen Fisch, den suchen wir noch. Der fehlt uns zum letzten Verständnis. Da können wir aber lange suchen. Einen Fisch finden wir nicht. Hier müsste er sein. Das ist unser Schatz. Wir haben ihn gefunden. Genta, sei vorsichtig! So ein Scheiß. Die Goldmünzen sind Diebesgoldmünzen. Wir haben sie vor einem Jahr aus einer Goldmünzenbank in Italien gestohlen. Bei uns in Italien sagt man zwar, eine Krähe kackt der anderen kein Auge aus, aber was blieb uns übrig? Wir stehen alle zusammen ganz leise auf. Sie dürfen es nicht merken. Kommissar McGurk wurde von der Diebesbande verhaftet und der Fall war damit beendet.
Bundesrunde. Ich glaube, ich füttere meinen Sparschwein. Dauernd muss ich den Saufstall hier aufräumen. Wo steckt denn eigentlich unser Neuzugang, dieser kleine Vorläufer Frechdachs? Wenn du können, mein... Allerdings steht unter dem Strich noch ein letztes Zeichen und das ist ein Fisch. Was du da machst, ist gefährlich. Sei still, du Hasenfuß. Der Schatz muss im Fluss sein und ich werde ihn finden. Und es dauert auch nicht lange, da hatten wir die miserable Krähe gestellt. Bei uns in Italien sagt man zwar, eine Krähe hat der anderen kein Auge aus, aber was blieb uns übrig? Eine Krähe kackt der anderen kein Auge aus. Das war jetzt sehr verwirrend am Ende, aber ansonsten war es eigentlich schon ganz gut, oder? Ja, war schon ganz toll. Yay! Hey, meine Haare harmonieren zu deiner Kette. Voll krass, oder? Damit würde ich sagen, verabschieden wir uns und ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Schaut mal das aus auf dem Kanal. Wir haben auch ein Video zusammen gemacht. Ansonsten würde ich sagen, falls ihr ein geiles YouTube-Kacke-Video kennt, schickt es mir gerne. Sonst würde ich sagen, Sayonara! Sayonara!